Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelrin, zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, wir befinden uns hier auf Route 3 und werden uns heute wahrscheinlich mal Richtung Inselkönig Herausforderung begeben. Ja, der Haller möchte uns herausfordern, wahrscheinlich, wo wir jetzt die erste Inselprüfung bestanden haben. So, und vielleicht finden wir ja noch ein paar Trainer, die wir auf dem Weg herausfordern werden, müssen, dürfen, können, sollen. Und ja, dann schauen wir weiter. Denn du sollst ja diesen Ort unbedingt mal tagsüber anschauen. Ist eigentlich tags, aber ja, Pokémon Ultramond wahrscheinlich noch nachts. Und da ist schon der erste Trainer in dem heutigen Part. Gebe ich meinen Vulcano ein Item zum Tragen, doch es ist zulässig Kräfte. Jo. Da ist der Trainer Jay, fordert sich heraus. Ja, Energy fordert mich heraus mit einem Vulcano. Was er nicht sagt. Und hat er doch schon vorher gesagt. Das hat er doch schon angekündigt. So, wie wär's denn mit Schmarotzer? Ist das eventuell effektiv auf das Vulcano oder ist es nicht effektiv auf das Vulcano? Wir werden es sehen. Ja, mittelmäßig. Wie wär's denn mit der Z-Attacke? Der Z-Kraft? Ja. Mein Zunge verknotet sich heute. Die Z-Kraft. Bam, 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 batz. Und los geht's. Sie hüllt sich in die Z-Kraft und nimmt all ihre Kraft zusammen und... Hey, Power Sprintangriff. Attacke. Vielleicht bringt das irgendwas. Volle Möhre. Bats. Okay. Es hat aber weniger gebracht, als ich gedacht hätte. Joa. Und nun mal Schnabel probieren. Hier bringt das auch noch ein bisschen was. Oha. Izzy, was ist los mit dir? Izzy, was machst du nur? Izzy wurde besiegt. Dann, wie wär's mit Lea? Die muss auch noch trainiert werden. Vielleicht kann die mal ihr Glück versuchen. Bei dem Vulcano. So. Einmal Mogelhieb. Wie wär's denn damit? Ja. Ja. Kann man Geld hinlassen. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber... Ja, immerhin. Hat es geschafft, das Vulcano zu besiegen. Nice. Hut erreicht Level 17. Nice. So, Trainerhoffnung Jay besiegt. Die erste Entwicklung in Pokémon Ultramond. Nanu, Hoodie entwickelt sich. Na dann mach mal. Schön, schön. Glückwunsch, ein Hoodie wurde zu einem Arboretus. Okay. Für Arboretus wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Spitzenklasse. So, haben wir die erste Entwicklung abgeschlossen in diesem Let's Play-Projekt. Ordentlich. Die Pose. Ja, nice. Kann es weitergehen? Nice, das haben wir auch mal abgehakt in diesem Part. Du findest das als ein super Trank. Wunder Medizintasche verstaut. So, voran, voran. Wir müssen zu Halla, dem Inselkönig. Den Inselkönig herausfordern, das müssen wir in diesem Part. Und ich habe schon so eine Vermutung, wo wir den finden. Ja, ist ja wohl relativ klar, wo wir den finden.
Hier, Nilly, werden wir den bestimmt finden. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr von nun an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Also, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass es eine großartige Leistung war. Hala, der Gänsekönig von Mele Mele ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die Pokémon am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken. Ich kann heute nicht sprechen. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Und da wartet er schon auf dich. Der Inselkönig Hala. Dann werden wir uns mal in den Kampf gegen den Inselkönig Hala begeben. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung in der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Zwergenfee. Du und dein Mozi, seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Auf jeden Fall. Los geht's. Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Ich auch. Ich habe ihn auch sehnsüchtig mehr. Ich habe ihn auch sehnsüchtig erwartet. Ho! Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen. Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Nun gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele. Der Pokémon-Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung gegen mich. Also, Zwergenfee, zeig mir die ganze Kraft, die in deinen Pokémon steckt. Und beweise, dass du würdig bist, den Blitzerstein von Kaburigi zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der Altala wird dir zeigen, was in einem richtigen Inselkönig steckt. Möge die große Prüfung beginnen. Und da beginnt sie. Die große Inselkönig-Prüfung, ja, so ungefähr. Mit drei Pokémon von Inselkönig Hala. Na denn. Macholo. Ein Macholo und ein Izzy. Okay. Izzy. Dann streng dich an, Izzy. Schmarotzer. Das könnte doch unter Umständen etwas bringen. Na, nein, nicht. Oha. Da habe ich aber mehr erwartet. Ui. Izzy wurde auf den ersten Schlag besiegt. Ach du Schande. Das neu entwickelte Hoodie vielleicht. Kann das irgendwas aussetzen, kann das irgendwas ansetzen mit Unheilböen vielleicht. Das ist doch eine gute Attacke, oder? So, mach mal. Versuch's mal. Was? Das war doch die legendäre Attacke. Und so bringt die denn nix. Okay, Flugattacken habe ich noch nicht. Ist noch nicht wirklich existent, aber oh, Rasierblatt, das bringt einiges. Jo. Okay, das ist ein Volltreffer. Okay, das ist also nicht sehr effektiv. Rasierblatt. Zack. So, das erste Pokémon von drei besiegt. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Tränke in der Tasche. Das wäre zumindest sehr sinnvoll. Makuhita. Das kennen wir doch auch schon, das Pokémon. Weiterkämpfen tun wir natürlich. So, wie wäre es denn mit Schnabel? Das soll ja sehr effektiv sein. Notanzeige. Barz ist zurückgeschreckt, das ist nicht gut. Zurückschrecken in so einem Kampf ist gar nicht gut. Das möchte ich nicht sehen. Oh, das ist sehr effektiv, in der Tat. Das zieht einiges ab. Dann setzen wir uns glatt nochmal ein. Dann haben wir schon das zweite Pokémon besiegt. Na, das sieht doch schon schön aus. Ja, nee. Ist heute der Wurm drin. Krabox, weiterkämpfen. Krabox, okay, ja. Wasser-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon.
So, ich nehme meinen Beutel. Ich suche nach einem Trank. Einem super Trank. Den haben wir noch. Haben wir zwei davon. Muss wohl reichen. Hätte ich ja mal kaufen können auf dem Weg, aber was soll's. Hunde wurde aufgefrischt. Verfolgung. Jo. Und nun, die nächste Attacke wäre es mit Schnabel. Das könnte doch unter Umständen in Krabox effektiv sein. Silberblick. Ja, Silberblick. Mach nur. Das würde nicht helfen. So, Hudi. Dann versuch's doch, das mal mit Unheilböen. Da Schnabel ja gerade nichts gebracht hat. Nein, nichts will ich nicht sagen, aber wenig gebracht hat. Unheilböen. Okay, ja. Vielleicht ist der Rasierblatt effektiv. Verfolgung, das ist auf jeden Fall nicht effektiv. Wie ihr seht. Einmal Rasierblatt. Boah, ja. Ich glaube, Schnabel war bisher das Beste. Einmal Blattwerk ausprobieren. Könnte ja auch noch was bringen. Dann haben wir alle vier Attacken eingesetzt. Blattwerk. Zack. Ja, okay. Ja, Blattwerk kann sich sehen lassen. Kann man einsetzen. Los, halt noch aus. Halt aus. Ah, verdammt. Hudi, nein. Wie soll denn das jetzt noch was werden? Lea, komm. Du machst den letzten Hieb. Hau drauf. Mach's alle. Mit der Selbstkraft. Du hast die Selbstkraft doch auch. Über Sprintangriff. Komm, als finalen Abschluss. Oha. Er hat auch die Set-Attacke. Oh. Das wird wirklich sehr final. Fulminante Faustschläge. Oh. Ich hab Schiss. Zurecht. Sehr zurecht. Ja. Das habe ich. Mist. Kacke. Jetzt habe ich nur noch Ben. Haben wir irgendwie Beleber oder sowas? Irgendwas in der Art? Haben wir das? Aha. Bitte lass mich Beleber haben. Ja, Beleber. Zack. So. Stellungshieb. Hättest du ruhig ein bisschen länger aushalten können? Ich muss ja... Hoodie... Ja, zum Glück kann die Set-Attacke ja nur einmal eingesetzt werden im Kampf. Das heißt, auch Haller kann das nur einmal einsetzen. Sofern er jetzt keinen Trank auf das Krabox einsetzt. Und ich jetzt eine Runde aushalten darf. Könnte das unter Umständen was werden? Der letzte Supertrank auf. Hudi, komm, halt aus. Das kriegen wir doch hin. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Würden. Na komm, halte Stand, mein tapferer Kämpfer, halte Stand, Hudi, Blattwerk, komm, Blattwerk, gib dein Bestes, hau rinne, mach's alle, zack, du, das war's, Kramox wurde besiegt, ein paar Erfahrungspunkte, Inselkönig Haller wurde besiegt, ausgetauscht. Zorn viel gewinnt. Achso, das sagt der. Viel gewinnt 2560 Pokédex und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Inselkönig Haller hervor. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon, ihr habt wirklich Talent. Ricky! Oho, es hätte Capricci unseren Kampf gefallen. Ich vermute, Capricci kann es kaum erwarten, sich herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden sind. Ich möchte diesen Sitzkristall überreichen. Damit kann ein Trainer seine Kräfte auf seine Pokémon übertragen. Sitzkristall erhalten. Und zwar der des Kampftyps. Eine große Prüfung bestanden. Das ist aber großartig. Er ist den Set-Kristall Battalium Set. Battalium Set wurde in der Set-Kristall-Tasche verstaut. Aufgepasst, Zwergenfee. Wenn du die Set-Kraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte bewegen.
Party. Prüfungen auf Millimeter. Die ersten Insel von alle oder abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis Level 35. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier in der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kaporini treffen. Taun! Taurus! Taurus! Nur die Ruhe, Taurus. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Taurus reiten lassen, wann immer du willst. Warum fragst du? Na, weil Taurus auch auf Inselmannschaft gehen will. Taurus! Hier, Zwangfee, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Zwangfee erhält den Pokémobilfunk. Warum probierst du es nicht gleich einmal aus? Mach's doch glatt. Mach ich sofort. Und da sitze ich schon auf. Oha! In rosa-roter Uniform. Wenn man auf Taurus reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Und muss sich reiten lassen, bitten Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Zwangfee. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Pokémobilfunk kannst du Pokémon für Pokémobil herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht: Welches wird man den Pokémobilfunk mit dem B-Knopf den Taurus Rambock? Der Pokémobilfunk kommt samt Reiterausrüstung. Ich bin mir sicher, du wirst Taurus lieben lernen, wenn du auf ihn durch Alola reitest. Wenn du den Pokémobilfunk benutzt, eilt das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Vielen Dank für dieses Geschenk. Herzlichen Glückwunsch, Zwergenfee. Es war mir eine Freude, deine Fortschritte seit unserem ersten Treffen in der Trainerschule mitzuverfolgen. Beeindruckend, dass du ohne die Z-Kraft gewinnen konntest. Oh, wie wär's mit im Alola-Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen lässt. Mit Taurus ist es nur ein kurzer Sprint bis nach Holy City. Ich hoffe, dass deine Inselmannschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Danke auch dafür. Also dann, Zwangfee, du sollst gleich mal ausprobieren, wie stark Taurus ist. Warum versuchst du nicht, mit ihm die große Felsen auf Route 1 zu zertrümmern? Na gut, dann kriegst du auch noch ein Geschenk von mir. Du hältst die TM54 Trugschlag. TM54 Trugschlag wurde in der TM und VM-Tasche verstaut. Ja, VM gibt es ja gar nicht mehr. Mit Trugschlag kannst du dir sicher sein, dass KP deines Ziels nicht unter 1 fallen. Damit kannst du viel leichter Pokémon fangen und dabei deinen Pokémon-Pokédex, den Rotom-Pokédex, meine ich natürlich, füllen. Aber zuerst sollst du bei deiner Mutter vorbeischauen. Danach könnten wir uns am Hafen von Holy City treffen. Und wo du schon dabei bist, solltest du auch den Einkaufszentrum von Alola Fotoclub in Holy City unbedingt einen Besuch abstatten. Alola Fotoclub? Piu! Du weißt schon, der Alola Fotoclub, von dem Elima auch eben gerade gesprochen hat. Und um deine frisch bestandene Prüfung gebührend zu feiern, solltest du dort unbedingt auf einen Erinnerungsfoto vorbeischauen. Keine schlechte Idee, Tadi. Das ist sicher auch dein Plan, sobald du die große Prüfung bestanden hast, oder?
Hehe. Klar, ich muss es mir aber erst noch verdienen. Legen wir los. Ob, Inselkönig. Dann schauen wir uns mal diese wunderbare Neuerung an. In Holy City. Ihr macht alle rasante Fortschritte. Als Trainer, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie weit ihr noch kommt. So, jetzt muss ich aber langsam meinen Yachtstart klar machen. Hilfst du mir dabei, Lilly? Aber Klärchen. Klärchen hilft zu dir. Joa, dann mal ab nach Holy City. Da ist er. Volle Rühe bei Holy City. Hier. Die Route 1 entlang. Hier gibt es irgendwie Steine auf Route 1. Wie wär's mit denen hier? Die können wir doch zerstören. Die sollten wir doch auch für Haller zerstören. Zack. So. Da können wir jetzt entlang. So, ja, nice. Haben wir das auch mal gemacht hier. Die Steine beseitigt, da können wir dann auch zu Fuß lang. Zack, da runter und weiter runter. Wir wollen nach Holy City. Und das liegt dort entlang. So, der Wahnsinn, da lang geht's. An der Trainerschule vorbei und da entlang. Holy City, juhu. Auf zum Fotoatelier. Dank. Einkaufsviertel. Da rasen wir durchs Einkaufsviertel. Sag, da rasen wir durchs Einkaufsviertel. Um die Ecke. Scharf links. Und zack. Ich weiß doch schon, wo das ist, das Fotoatelier. Zwar genau hier. Bremsen. So, einmal absteigen. Wie mache ich das am dümmsten? So. Abgestiegen. Da sehen wir auch schon wieder viel schicker aus als mit diesem blöden Helm. Hallo, da Fotoclub, Erinnerungen für die Ewigkeit. Ich würde sagen, das können wir dann im nächsten Part machen. Können wir im nächsten Part mal hier reinschauen und uns an Fotos erfreuen, die es hier gibt im Fotoclub. Maschok steht schon vor, der freut sich auch schon an Fotos. Mai, mai. Amach, Schmei ist das natürlich. Oh, sorry. Vergaß. Na dann. Wisst ihr, was im nächsten Part ist? Hier der Fotoclub. Der sieht sehr bunt aus, sehr knallig. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Die habt euch wohl und haut drinne. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben natürlich, wenn es euch gefallen haben sollte. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ciao, ciao.